Okay, und wir sind wieder zurück. Beim letzten Mal sind Sachen passiert, heute werden auch wieder Sachen passieren. The Undead Column, ja? Chapter 2, Episode 7. Defeat the Undead in the Valley, Discover Illana. Okay, klingt erstmal ein bisschen ominös. Mal gucken, was hier passiert. Spoiler, ich weiß es natürlich schon. Und damals, ja, anno. Was war das? 2000, sagen wir 2001 oder vielleicht 2002, als ich das zum ersten Mal gespielt und gesehen habe. Da, puh, das war schon ein Twist, ey. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber damals war ich auch jung und dumm. Heutzutage kann man natürlich sagen, ja, puh, ja gut, ne? Wie kann man das nicht kommen sehen? Vor allem nach den Dialogen in den letzten paar Missionen und so. Aber na gut, Find Illana, Robert Minocent, your hero must survive, ja, also alles wie immer. Okay, nimm hier schon mal einen weißen Baum, okay. Tacht aus, keine Welle, kein bla bla bla, okay. Guardia would be in flames by now. Naturally, you all played your part as well. I think we have seen the last of those creatures for a while. Sad, really. They were proving quite a challenge. Do not despair, Minos. There's another column heading this way from the north. I've had a brilliant idea, though, and placed some bait in the valley just north of here. Once the undead have been lured in, we can fall upon them from both sides. Ja gut, ich sage jetzt einfach mal, das ist wohl nicht der größte Spoiler, wer vielleicht oder was vielleicht oder warum vielleicht oder was auch immer dieses Bait ist. Ja, lasse ich jetzt mal unkommentiert, nachdem ich eh schon kommentiert habe. Sir, may I ask what sort of bait you've placed? Indeed. I've sent that annoying elf out to get something from an old shrine in the center of the valley. Nothing lures undead like the promise of the young, tender flesh of an elven child. Ja, es ist jetzt nicht der größte Plot-Twist aller Zeiten in 2021. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ja, genau, so hier Neutral Buildings, ne? Hier sehen wir schon mal zum Beispiel diesen White Tree. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, in dieser Protectors-Version hier auf Very Hard ist die Mission ein bisschen merkwürdig. Und man wird auch direkt am Anfang mit Sachen zugeswarmt. Also gucken wir einfach mal, dass wir irgendwie so halbwegs überlebt bekommen. Ja, hier kommen auch schon. Ja, alles klar. Hier kommt auch schon die ganze Horde an. Ja, wir gucken mal, was passiert. Wir sind vergiftet, okay. Ich sehe absolut überhaupt nichts, aber unsere Helden leben alle noch und deren Held ist tot. Das ist dann schon mal, also wir verbuchen das jetzt schon mal als W für uns. Das I und N, die sind silent, ja. Okay, hier haben wir schon mal zwei Treants. Das ist schön. Okay, unser Ding ist fertig. Dann müssen wir das einfach mal übernehmen hier. Wir bauen mal so ein Ding. Und dann bauen wir eine Kaserne. Okay, hier haben wir auch noch nicht gecheckt. Das machen wir auch noch mal eben. Da kriegen wir einen Ancient Treant raus. Und hier kriegen wir noch so ein paar Dragon Knights raus. Ja, also das ist die Elfenkavallerie, die Hochelfenkavallerie, was jetzt Minos hier ist. Ja, wie gesagt, im Base Game war der ein anderer Reiter, aber das wurde halt hier geändert. Bin mir nicht genannt sicher wieso, aber hey. Es ist halt so, wie es ist, ne? Ich jetzt eigentlich auch kein Problem mit. Ich meine, warum nicht, ne? Scheiße, wir verlieren unsere Kaserne. Was passiert hier? Übernehmen wir das. Eieieiei. Kriegen wir die? Ja, die kriegen wir gerettet. Okay. Dann holen wir uns mal T2. Wenn mich nicht alles täuscht, ist im Prinzip die Win Condition in der Mission, dass man im Prinzip auch
direkt bei 30 Ingame-Minuten hier gewinnt. Ja. Ist ein bisschen awkward vielleicht, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, von hier oben kommen halt die ganze Zeit Untote gespawnt. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Gibt uns halt ganz gut XP. Und da würde ich sagen, das nehmen wir jetzt auch einfach mal so hin. Cure bei dem Weißmagier kostet 16, ist natürlich ein bisschen preiswerter als bei uns. Ne? Unser Cure kostet nur 8. Okay, wir haben hier das da, fertig. Okay. Ja, ich würde sagen, wir brauchen einfach erstmal ein paar Peasants hier. Vielleicht auch gleich noch einen zweiten Palace mit dazu. Okay, was geht hier ab? Alle halbwegs am Leben. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, sieht doch ganz gut aus. Aber hier kommen die alle mal durch. Im Prinzip könnten wir dann wahrscheinlich auch einfach irgendwie ein paar Türme hier hinbasteln. Ja, dann nehmen wir das Eisen hier. Ist immer gut. Ist irgendwie alles hier noch krank. Das kühlen wir mal eben. Und dann okay, wir haben überhaupt... die können wir auch noch gleich übernehmen. Ich glaube, hier ist noch irgendwo eine Kristallmine, ne? Ja. Okay. Noch irgendwas hier oben? Nee. Okay, dann übernehmen wir die. Danach huschen wir hier rüber, nehmen die Goldmine ein. Du, mein Freund, baust mal hier eben noch einen Turm hin. Och, ein Messer. Ja, das habe ich mir schon... Ja, genau, das habe ich mir schon gedacht. Du weißt mal, gehst mal eben hier rein. Dann bauen wir mal noch eben drei Pikemen hin für Attack Speed. Ja, also mit dem White Mage haben wir halt den Modifier, dass der nicht mehr Pfeile schießt, sondern hier Blitze. Das ist natürlich gut gegen die Skelette, weil die resistent gegen Pfeile sind. Und die Infanterie erhöht halt Combat und Attack Speed Rating. Hab ich gehört, ist auch ganz praktisch. Okay, ihr rallyt mal hier hin, du rallyst. Ist jetzt auch voll, dann rallyst du halt da rein. Okay. Wir haben halt absolut nicht genug Erz. Was natürlich auch daran liegt, dass wir hier die ganze Zeit pumpen, ja. Alle 24 Zeiteinheiten pumpen wir 62 Erz raus. Das ist halt bei weitem ein bisschen zu viel für uns. Ach ja, ich habe das auch noch auf Dingens hier. Ups. Okay. Bauen wir da mal noch zwei weitere rein. Was haben wir hier? Oder die Rallye noch da rein, ne? Geh du mal da hin und dann da rein. Ja, passt doch. Okay, gehen wir mal eben hier noch mich voll übersehen. Sieht gut aus. Okay. Ja gut. Wenn wir hier ein bisschen weiter durchgehen würden, würde uns auch gleich was auffallen. Allerdings finde ich es jetzt auch nicht die schlechteste aller Ideen hier, die XP noch mitzunehmen für die nächsten paar Minuten. Spawn hier halt immer noch so ein paar Skelette und Zombies und der ganze Kram. Wie kommen wir hier hoch? Von... gar nicht, ja?
bisschen zurück, damit der Turm auch schießen kann. Wir brauchen, glaube ich, Tee. Na, wir können jetzt schon, okay. Ist doch auch schön. Und das. Und das. Okidoki. Das ist voll, das ist auch alles voll. Da kann noch einer rein. Okay. Ja gut, das sieht doch dann schon alles ganz praktisch aus. Gucken wir mal hier noch ein bisschen rum. Ja, vielleicht bauen wir auch noch einen Blacksmith hier hin. Auch nicht. Die stehen sich gerade gegenseitig im Weg. Sehr schön. Ja, was haben wir denn da? Das sieht nicht sonderlich gesund aus. Okay, hier also ab ungefähr 16 irgendwas kriegt man das automatisch getriggert. Ja, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass irgendwie eine Einheit ein bisschen weiter hier reingelaufen ist. Das sieht man dann einfach. Ich weiß nicht, ob es im Original auch so ist oder ob das was ist für diesen Mod hier. Keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Ist auch schon ein paar Tage her. Aber ja gut, jetzt haben wir halt die Türme stehen. Müssen nur zusehen, dass unsere Helden nicht sterben. Der Rest ist egal. Und vielleicht können wir hier auch noch extra noch einen weiteren Turm hinbauen. Dann packen wir hier noch ein paar Einheiten hin. Okay. Wir laufen jetzt mal einfach nach vorne und gucken mal, ob irgendwas triggert wird. Okay. Ja, hier sehen wir Elana ist tot. Und da haben uns gerade zwei Türme angeschossen. Hier haben wir einen Riddle. What do we spend half our lives trying to get rid of, but we ever have trying to get back? Youth? Irgendwie sowas? Ja, okay. Okay, jetzt haben wir faster health regeneration. Für den Rest dieses dieser Map. Ja, gut. Nehmen wir mal mit. Klingt nicht verkehrt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie viel das ist, aber pff, ja, ich meine, was Health Region, ne? Sagen wir nicht nein zu. Okay, und hier oben haben wir Adreidus Office with service of three of the acolytes if you can kill the group of a dozen enemies. Ja, kriegen wir bestimmt hin, ne? Ich meine, wir haben ja noch ungefähr 10 Ingame-Minuten. In der Zeit töten wir bestimmt noch irgendwann 12 Einheiten. Würde mich eher wundern, wenn dem nicht so wäre. Okay, wir bauen hier gleich einfach noch eine weitere Kaserne hin. Und für den Moment rennen wir einfach mal nach hier oben hin. Ich glaube, da ist nicht sonderlich viel, sondern hier spawnt einfach nur random Zeugs. Aber wir können ja trotzdem mal gucken gehen. Das war das falsche Gebäude. Ja. Okay. Das sollten wir vielleicht auch da unten hin rallyen zu den Einheiten. Okay, ich sehe hier nicht so wirklich sonderlich viel. Ich hoffe, dass Minos gerade nicht stirbt, ehrlich gesagt. Da ist er. Ist noch am Leben. Okay. Ah, nehmen wir mal ihn hier. Wo ist Robert? Kriegen wir Robert angeklickt? Ja. Hier haben wir die beiden. Okay, nehmen wir die mal alle in die Gruppe 3 hier rein. Okay. Bohren wir mal noch ein bisschen weiter. Und vielleicht machen wir auch noch. Vielleicht holen wir uns auch noch so einen Stall hier. Packen wir mal den da hin, da ist doch schön. Okay, und ihr rennt da einfach mal durch und guckt, was es da gibt. Egal, wie gesagt, wahrscheinlich nichts. Aber das sehen wir dann. Okay, ich meine, dass das so im Base Game nicht aussah. Okay, wir bauen einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir dafür genug Zeit haben, das kaputt zu machen. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, das sind auch halt
starke Türme, ja, das die machen 55 ist, was im Prinzip darauf hinausläuft, dass die 55 True Damage machen, ja, weil ich glaube nicht, dass wir irgendeine Einheit haben, die Magieresistenz haben, nee, also Elementresistenzen, ja, aber Magie nicht, Pikinier wahrscheinlich auch nicht, nee, ja, wir auch nicht, das haben wir auch schon geklärt, also von daher, oh, scheiße. Habe ich ja ganz vergessen, das ist jetzt kacke. Laufen wir mal eben hier durch und geben die Quest ab. Ja, okay. Okay, den einen Druiden hat schon fast gefetzt. Ein bisschen awkward, aber das ist so. Okay, so, dann gehen wir doch mal hier durch und gucken, was wir... Ah, ja gut, okay. Das hat, waren wohl doch nur 25, nämlich 30 Minuten. Hat sich das auch schon erledigt. Wir haben aber ein Level Up bekommen, also war doch nicht alles für die Katz. Und wir haben halt Leila und Atolo aufgefunden. Ich frag mich... Ich meine, ich werde es jetzt nicht austesten. Und wenn ich es austeste, dann werde ich die Aufnahme dafür stoppen. Aber ich frage mich, ob man jetzt eigentlich hier weiterspielen könnte und hier die Einheiten halt automatisch so weiter produziert werden und die auch weiter spawnen. Ich lasse das Ganze jetzt mal eine Minute oder so laufen und guck mal, ob irgendwas aufhört. Ansonsten wäre es vielleicht ganz lustig, einfach zum AFK grinden und nicht geht dann eben aufs Klo oder so. Ich mache mal einen kleinen Stopp auf der Aufnahme einfach und guck mir das noch ein bisschen an, was hier so passiert. Ein bisschen XP würde ich nicht nein zu sagen, wenn hier automatisch noch weiter gespawnt wird. Wir haben, okay, da ist wohl gerade irgendwas gedroppt, ich kann aber absolut nicht sehen, was es ist. Mal passiert hier nach noch was? Ja, nee, sieht nicht so aus. Ach, wir machen einfach weiter. Nehmen wir immerhin trotzdem ein Level hier bekommen. Okay. Wir sind 25. Gives 1 HP to nearby friendly units when your hero kills a unit. Okay, das klingt. Wir sind ja doch relativ häufig vorne mit dabei, ne? Ich glaube, das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich meine, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, ne? Wenn wir dann irgendwie. Mal gucken. Okay, werden 4 Punkte, werden auch direkt einfach 4 HP. Weiß nicht, vor allem, weil wir ja auch so ein Execute haben, ne? So einen 10%igen Execute, wäre es vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ich meine, wir sind ja sowieso auch so ein Paladin-Heiler-Typ, ne? Dann das einfach quasi passiv mit dabei zu haben, zusätzlich zu unseren Active Heals. Ich meine, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wir haben da 4 Punkte reingesteckt. Falls das nichts bringt, dann ist das halt so, ja. Schauen wir einfach mal. Okay, das ist das, was vorhin gedroppt ist und wir nicht aufnehmen konnten. Das klingt nicht schlecht. Aber das klingt ehrlich gesagt besser. Also packen wir es mal einfach hier rein. Ja. Habe immer noch nicht wirklich herausgefunden, was Rites of Dawn ist. Ich gehe davon aus, dass es das Tagwerden-Ding ist. Die können alle weg. Wo brauchen wir das? Ja, ich meine... Nee, ich bin nicht relativ zufrieden mit unserem Shadow-Schiff hier. Das sieht ganz putzig aus. Es leuchtet zwar nicht so putzig, aber ich meine, sieht gut aus. Ach du Scheiße, wir haben hier richtig den fetten Pikeman, ey. Was geht denn hier ab? Ich bin echt, ja, ich bin eigentlich schon gewillt, den mit ins Gefolge zu nehmen. Einfach nur, um zu gucken, wie viel der kostet. Ich habe noch nie so einen hochrangigen Pikeman gesehen, ja. Tut mir leid, Wisp, aber du musst jetzt mal weg. Okay, ja gut, die Katapultnamen sind halt auch geil, ne? Blood Punch, Banefrower Warden. Nice. Okay, wir haben eine Cinematic. Da werde ich mal kurz die Klappe halten. Having won the battle, you discover the body of young Ilana lying broken and battered upon the valley floor. You feel a savage hatred welling up in your soul. In your heart, you wish General Peridian dead
and that it was his body here instead of Elana's. Yet in your mind, you know it is right to follow the general, because down this path lies the greatest chance of destroying the Two Tears and saving the realms from destruction. Newt. The death of Elana marks a crossroads in the way to find the Two Tears. Peridian was responsible for her death and justice must be put upon him. However, if one confronts Peridian and the Guardian Knights, who could find and destroy the Tears without their guidance? Okay, jetzt haben wir, ja, jetzt haben wir die Entscheidung, ob wir uns auf den Dark Side oder auf den Light Side Path begeben wollen. spielt sich ziemlich anders. Das sind halt jetzt von nun an komplett unterschiedliche Missionen, je nachdem, worauf man sich einlassen will. Ich sag mal ganz einfach so, ja, Tendenz geht klar zum Darkness Path, ja. Peridian ist halt schon irgendwie ein Arschloch. Weiß jetzt nicht, ob das so kontrovers ist. Von daher werde ich den auch einfach einschlagen. Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, warum das der Path of Light ist, hier dem zuvor weiterhin zu folgen nach so einer Aktion. Keine Ahnung, kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, aber wir gehen auf jeden Fall mit dem Path of Darkness. Weil fuck Peridian und fuck Minos, honestly. Dann machen wir mal. Wir sind jetzt in Chapter 3 angekommen. Dann gucken wir mal. Ja, hier sehen wir Minos. Robert, ja, okay. Gucken, was passiert. Okay, hier sehen wir schon Robert and your hero must survive. Also er wird sich jetzt wahrscheinlich verpissen. And so I embarked upon the path of darkness. Peridian was a callous, cold-hearted murderer, unfit to hold power. If the world was to be saved, then it needed to be saved not only from the Two Tears, but also from the likes of him. Holding Elana's cold hand, I vowed revenge upon Peridian and the Guardian Knights. I vowed not to rest until Esgard Tower lay in ruins. Sir, the scouts and I are with you. We'll avenge Elana's death. You are making a mistake. You are already outnumbered, and more than half of your men will continue to follow Peridian. I say good riddance to them, then. You're both fools. And I'll have no part of this. I've worked for the General for 20 years, and I'll be staying loyal to him. Sir, we should attack the General's forces now, before Minos warns them and they have time to prepare. An ally has been vanquished. Rivers are full. 'Tis true, sir. To death and glory. Move out. Underway. Move out. Yes. To death and glory. Underway. Move out. Your troops are under attack. Your troops are under attack. Forward. Ready the troops.
On the way. To death and glory. On the way. Move up. Your arm is to the office. An enemy hero has been destroyed. You are victorious. Thank you.
Okay. Okay. Dann schauen wir doch mal. Also, wir müssen jetzt Orks helfen, ja? Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen was anderes als das, was wir vorhin beziehungsweise bis jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Wir helfen jetzt Orks gegen Zwerge. Ja, Zwerge eigentlich relativ verbündet mit den Menschen. Was ist uns jetzt egal geworden? Und ich habe auch gesehen, dass ich gerade während des ganzen Shop-Gedöns gemutet war. Es ist natürlich ja 10 out of 10, ja, sehr professionell, aber es ist auch egal. Ich habe eh nichts Wichtiges gesagt. Außer, dass ich fand, dass dieser Helm eigentlich relativ schick aussah. Und da stand auch Paladins Helm dabei und Kol Akon ist ein guter Zauber. Ich meine, es ist zwar. Surprise attack routed Viridian's knights, but if they were given a chance to regroup and reinforce, I knew that I would have no hope against them. I decided to continue my quest, seeking out the two tiers. Surely anyone controlling their power would be more than a match for the Order of Guardian Knights. Sir, my scouts couldn't find Peridian or Minos anywhere. They seem to have escaped. They did, however, spy a dwarven caravan to the north. It looked like it was bringing weapons down to Guardia. They also saw orcs shadowing the caravan, waiting to ambush it. It would hurt the general if we could help the orcs capture the caravan. The orcs may also be able to help us find that seer you read about in the library. He is somewhere in the mountains north of here. Ja, okay, also hier sehen wir auch schon, hier haben wir Vision auf dieses Ork-Camp, ja. Hier haben wir einen Riesen namens Grond. Hier haben wir den Helden und hier haben wir ein paar Einheiten. Ich weiß jetzt nicht, warum da so eine Smithy ist, aber es ist ja auch wohl erstmal egal. Okay. Look at the size of that giant leading the orcs. He's massive. Ja. Okay, wir müssen zusehen, dass diese Orks hier nicht kaputt gemacht werden. Und hier in der Mitte haben wir so ein Zwergencamp. Ist wohl auch okay. Also genau, um das jetzt noch mal eben kurz zu wiederholen, was ich wohl gerade gemutete von mir gegeben habe. Wir haben jetzt unseren coolen neuen Helm hier. Zum einen, weil unser alter Helm nicht so ganz der Shit war. Zum anderen, weil da Paladins Helm drauf stand und wir eine 2%ige Chance auf Call Archon haben. Und ich meine, Archon sind ja, ich meine, ist ganz nett, ne? Und zum einen ist es halt eine 2%ige Chance, einfach eine random Einheit zu bekommen. Und ich meine, Einheiten sind immer gut, ne? Und zum anderen ist ein Archon halt auch eigentlich echt eine ganz knorke Einheit. Ist halt ein fliegender Nahkämpfer, ne? Und dabei auch noch ein relativ starker. Kann auch irgendwas casten, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr was. Kann also nicht ganz so wichtig gewesen sein. Okay. Ja gut. Also wir müssen zusehen, dass die Orks hier nicht kaputt gemacht werden. Hier haben wir Zwerge. Ich finde Zwergeneinheiten in diesem Spiel auch irgendwie schon relativ cool. Egal, ob es jetzt diese Berserker sind oder ob es einfach nur die Infanterie hier mit ihren Äxten ist. Ich finde, die sehen relativ cool gemacht aus. Ja. Okay, der Held hier ist schon fast tot. Ne, der ist tot, Korrektur. Ja, ich meine, wir auch fast, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, was wir hier machen sollen, aber wir werden voll verprügelt. Ich weiß nicht genau wieso. Ah, weil da auch der Held dabei ist, der. Okay, der richtig reinzimmert. Ich weiß nicht, was machen wir jetzt? Ich glaube, wir sind einfach tot. Das Einzige, was wir hier verlieren würden, wäre der Key of Adaptation. Ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, dass wir den verlieren. Ist jetzt nicht der größte aller Verluste. Also, ich meine, es ist jetzt doof. Wir müssen die halt die Mission dann nochmal neu starten, ne? Aber ja, mein Gott, ne? Dann ist das halt so.
Okay, jetzt haben wir auch schon Archon bekommen. Das ist ja eigentlich ganz cool. Das hier ist also die Einheit, die wir dann kriegen würden. Das ist mit unserem neuen Item. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das überleben, ja. Ich sehe da jetzt nicht so die große Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal eben rauskommen. Ja, jetzt ist Robert tot. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir dagegen hätten machen können. Ich meine, die kommen hier einfach angerauscht und ja, ne? Vielleicht hätten wir halt irgendwie am Anfang... Okay, das finde ich jetzt lustig, dass wir den Zwergengeneral angeboten bekommen. Vielleicht hätten wir halt echt einfach irgendwie mit Kronen Einheiten kaufen sollen. Weiß nicht. Eine andere Idee hätte ich jetzt spontan nicht, außer dass wir irgendwie halt besseres RNG im Fight selbst bekommen. Wir machen das einfach mal. Ich meine, wir haben ja eh genug Kronen, ne? Kaufen uns einfach mal so ein paar Punkte hier. Mal sehen. Wir haben 12 Punkte. Ich meine, es wird wahrscheinlich eigentlich schon fast reichen, wenn wir ein bisschen wenn wir ein bisschen Kanonenfutter hätten. Deswegen muss ich jetzt einfach mal ja, machen wir es mal so. Haben wir 6 Pekinere, einen Sergeant und 2 Arches. Ja. Gucken wir mal, ob das funktioniert. I decided to continue my quest, seeking out the two tiers. Surely anyone controlling their power would be more than a match for the Order of Guardian Knights. Okay, ja, ich meine, jetzt haben wir ein bisschen eine Armee. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt das leichter für uns wird. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade vielleicht hätten besser machen können. Das kam mir relativ lost vor für uns, egal was wir hier vielleicht auch gemacht hätten. Wie gesagt, absolut keine Ahnung. Wir lassen das jetzt einfach mal so geschehen. Gucken, was passiert. Und wenn es jetzt funktioniert, ist es schön. Wenn nicht, dann probieren wir es halt so lange, bis wir es irgendwie hinkriegen. Dass die Minen werde ich gleich einfach. Ja, okay, also RNG-mäßig, ne? Ich meine, jetzt hat hier unser Verbündeter gewonnen. Das ist wohl okay. Würde ich mal einfach mal so sagen. Ja, besser so als andersrum. Okay, jetzt ist der tot. Aber es ist okay. Ich meine, die haben ja schon den einen Helden hier rausgenommen, der uns gerade verprügelt hat. Von daher sage ich dazu jetzt einfach mal, dass das für uns eine Win-Situation ist. Vielleicht keine Win-Win-Situation. Ja, also ich meine, wir haben ja unseren Kollegen verloren. Aber definitiv, ja, ich würde es schon als net positive betrachten. Ne? Ich schicke die ja einfach auch mal eben auf den Guard, auf meinen Helden hier mit dabei, wenn der aufhören könnte rumzurennen wie ein Irrer. Wäre das cool. Warum kann ich das jetzt... Ah, der ist gerade beschäftigt, deswegen kann ich den nicht rechtsklicken. Okay. Ja genau, haben wir das übernommen. Keine Ahnung, was hier abgeht. Grant macht Sachen. Der macht Sachen kaputt. Hier unten haben wir Wasser. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Wir haben hier eine Goldmine. Die bringt uns ein bisschen weiter. Kleinvieh macht der bekanntlich auch Mist. Okay, was geht mit dem ab? Der übernimmt hier die Steinmine, das ist okay. Und wir pumpen einfach ein paar Einheiten raus. Das klingt relativ vernünftig. Ja, ich weiß jetzt nicht, ja. Der Bauer sollte hier vielleicht einfach mal ein bisschen chillen, ja. Aber sieht gut aus. Oder einfach am besten, wo ist es? K.
Cowardly, ja. Dann rennt der automatisch vor Gegnern weg. Klingt, glaube ich, nach einer ganz guten Idee für so einen Bauern. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als wenn die hätten die gute Stats oder so. Von daher lassen wir es mal so. Okay. Okay, Grunt macht Sachen. Ich hoffe, Grunt darf sterben, weil es gerade so aussieht, als würde das vielleicht passieren. Hier müssten ein paar Türme sein, glaube ich. Irgendwo. Ja, da ist ein Turm. Ziehen wir mal hier kurz ein bisschen raus. Alle bis auf Robert chillen mal eben, ja. Danke. Okay, wir übernehmen hier Sachen. Hier haben wir noch einen Peasant. Okay, Grunt ist gestorben. Es ist jetzt ein bisschen awkward, aber das lassen wir einfach mal so stehen. Grunt, dass Grunt hier stirbt, ist wahrscheinlich nicht so canon. Spoiler. Der Riese hatte einen Namen, weil der Story relevant ist. Deswegen finde ich das jetzt ein bisschen lustig hier, dass der hier einfach sterben kann, so random. Okay, irgendwas wird hier gerade konvertiert. Ich tippe darauf, dass das die beiden sind. Durch das Abgebäude hier irgendwo. Sehr gut. Sieht gut aus. Kann ein Kobold runtergelaufen. Okay, ich würde sagen, die paar Türme sind jetzt nicht so gruselig. Wir rennen hier jetzt einfach durch. Deren Basis sieht ja auch relativ überschaubar aus, ne? Da ist ein Held, müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Wir heilen einfach ein bisschen, okay. Die haben doch ein paar Einheiten mehr. Baut ihr uns da einfach so ein Ding vor die Nase? Finde ich jetzt schon ein bisschen BM. Okay. Ja, gib mal her, die Smithy. Mal dahin. Nice, hier haben wir so einen Arkan. Ja, ja, guck mal, hier, der macht Feuerdamage. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann kann der casten. Was kann der casten? Cure, okay, die können Cure casten. Sehr schön, sehr schön. Kostet zwar fast deren gesamten Mana-Pool, aber mein Gott, ne? Wenn es gecastet ist, ist es halt gecastet. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir hier hinkriegen. Und bauen auch mal eben 6 Peasants für diese Mine hier. Und dann schauen wir mal, dass wir hier doch noch irgendwie reingelaufen kommen. Na, scheiße. Hier unten kommen welche. Scheinen aber nicht zu reparieren, wenn ich das so richtig interpretiere und richtig deute hier. Versuchen wir mal hier mitzukämpfen. Ja, wir machen jetzt nicht zu viel Damage. Vielleicht sollten wir auch mal gucken. Okay. Hier ist ein Dwarflord. Die Dinger hauen auch richtig rein. Hier gucken wir uns den mal kurz an. Die sind 50% Spell Resistant. Resistant to normal missiles und haben richtig den extra Damage gegen Gebäude. Ja, statsmäßig sind die auch ganz gut unterwegs, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber gut, sind natürlich auch deren Generäle, ne? Generäle sind halt die stärksten Einheiten, die so eine Fraktion bzw. Rasse haben kann. Auf T5. Wir müssten aber mal langsam echt zusehen, dass wir hier weiterkommen. Ist eigentlich nur so eine Übergangsmission. Zumindest im Original gewesen. Ich meine,
dass das in diesem Mod ein bisschen anders aussieht manchmal und dass ein paar Sachen vielleicht auch anders gebalanced sind, ist ja nichts Neues. Okay, der Typ hier ist, hat einen Namen, ja, von dem Alter, okay. Jo, ich sag jetzt einfach mal, hey. Das finde ich jetzt nicht so knorke. Okay. Und der ist tot. Keldon hier. Ja, boah, ach du Scheiße, guck dir mal die Rüstung auf bei dem Kerl an. Der ist ja ein Tanky Boy. Puh. Da brauchen wir aber schon ein paar Einheiten hier. Wir müssen halt auch echt zusehen, dass die jetzt nicht sterben. Ich meine, die haben mir den Tor, die haben hier zwei Türme. Das, ja, das sollte machbar sein für die, ne? Aber schon nicht schlecht, was die Zwerge hier rausgehauen haben. Also. Das war jetzt schon ganz schön viel Damage. Die haben hier auch richtig starke Einheiten ein paar rumstehen, ey. Na, guck dir mal den an. Weil der hier Level, was auch immer, 17 ist, ist ja schon ein ganz kleines Stückchen stärker. Aber gut. Ist uns relativ egal. Irgendwie kommen wir halt auch zum Sieg, ja. Über Umwege wird das schon machbar sein. Okay, die Ballista ist auch down. Okay. Die Türme sind zwar ein bisschen. Hat der gerade 825 gehabt? Ach du Scheiße. Ja, gut. Am Ende brauchen wir halt doch noch irgendwie so einen Rambock oder einen Katapult oder so. Jetzt eigentlich weniger Lust drauf, aber ich sag mal so, wenn wir es machen müssten, würde ich es natürlich machen. Ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite finde ich das jetzt aber auch so ein bisschen albern, dass das hier so lange dauert. Wie sieht es hier aus? Feuerpfeile sind gleich bereit. Ja. Wie sieht es hier oben aus? Die sind stabil. Dann würde ich sagen, wir laufen da jetzt einfach noch mal rein. Ja, der Turm sollte fallen. Alles kein Problem. Dann schicken wir das hier rein. Müssen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden von Keldon her. Wenn wir den getötet bekommen. Nice. Haben ihn erwischt. Müssen wir zusehen, dass Robert hier nicht irgendwie enden geht. Das wäre ein bisschen tragisch jetzt. Ja. Und dann sieht das doch auch eigentlich alles schon viel besser aus. Die Orks kommen hier auch noch mit dazu gelaufen. Müssen zusehen, dass Robert nicht stirbt. Ja. Dem jetzt aber. Oh, da ist eine Ballista. Wäre ich jetzt nicht so der Fan davon, wenn unser Blacksmith kaputt geht. Tut auch nicht. Okay. Und dann. Ups, da bin ich ja. Wohl kurz rausgeklickt. Aber das macht auch nichts, weil wir jetzt eh gewonnen haben. Okay. Wir sind jetzt befreundet mit den Orks. Wir sind verbündet mit denen. Heißt, klipp und klar, von nun an spielen wir nicht mehr als Menschen, sondern
von nun an sind wir Orks, beziehungsweise führen Orks an. Das ist mir egal. Aber ja, wir können jetzt aus einer dieser fünf Ork-Fraktionen auswählen. Die haben halt, wie bei den Empire-Fraktionen auch gerade, verschiedene Einheiten, verschiedene Upgrades, verschiedene Gebäude auch teilweise. Sind ein paar ganz lustige dabei. Ich weiß nicht mehr genau bei allen, was die machen. Das eine haben hier, die Dark Orks haben, glaube ich, irgendwie ein paar Belagerungswaffen auch von den Dunkel... wie heißen sie? Von den Dunkeleisenzwergen. Ne, warte, das war gerade das falsche Franchise. Einfach nur von den Dark Dwarfs oder wie auch immer die heißen. Ja, aber das ist im Prinzip das Ding. Wir sind jetzt Verbündeter der Orks und kämpfen jetzt gegen die Menschen. Okay. Beim nächsten Mal werden wir dann die Darkwall Mountains besteigen, betreten, durchqueren, wie auch immer. Mal gucken. Und in der Mission Minotaur Tribes. Okay, also geht's um Minotauren, ja. Ich spoilere jetzt einfach mal. Wir werden als Orks gegen viele Minotaurenstämme kämpfen. Ups, Spoiler. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht, ja. Wir haben uns jetzt der dunklen Seite angeschlossen, laut Spiel. Und werden darauf hinarbeiten, General Peridian Hands of Small zu hauen. Und Minus 2. Okay. Gucken wir mal, wo uns das beim nächsten Mal dann hinführt. Aber für jetzt sage ich erstmal, ja, man sieht sich.